I Love Hyundai hieß es beim Oktoberfest Autohaus Fürstaler Bruck Obeich, zu der auch Leute aus Politik, Wirtschaft sowie viele Kunden Weißwurst essen gekommen waren. Unser Autohaus Fürstaler ist ein Herzeigebetrieb, was hier das Autoangebot betrifft, von Volvo bis Hyundai, aber auch das selbstverständlich das Service betrifft und das Rundherum, was für uns auch immer als Gemeinde wichtig ist, gesicherte Arbeitsplätze, hier ein Betrieb, der gesund ist. Und auch etwas übrig hat, selbstverständlich für die Gemeinde oder Aktivitäten in der Gemeinde. Ich denke, das Golf Charity, wo wir hier unterstützen, Kinder, die in Not sind, oder sie unterstützen Sport, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Unterstützung von Autohaus Fürstaler, nicht nur für seine Kunden, sondern auch für uns, für die Gemeinde. Die Logos auf den 5 Hyundai i30 Fahrzeugen lassen erkennen, dass hier noch etwas im Busch ist. Ja, korrekt. Wieder mal ist es soweit. Für die kommende Saison werden 5 Hyundai i30 zur Verfügung gestellt. Der Hyundai i30 ist ein sehr kompaktes, tolles Fahrzeug, mit dem die Bulls sicher durch die kommende Saison fahren werden. Wir sind bekannt für unser gutes Service, mit den Bulls schon über Jahre lang sehr eng verbunden und freuen uns schon, dass wir die Fahrzeuge übergeben können und dass wir sie sicher durch die nächste Saison begleiten dürfen. Das ist richtig, weil wir sehr froh sind, dass wir mit unserem Autopartner, dem Jörg Fürstaler, Autohaus in Oberreich, wieder eine tolle Kooperation gemacht haben. Wir bekommen 5 Autos und das ist eine tolle Sache für uns. Wir haben ja hohe Ansprüche und dem ist Hyundai sicher auch gerecht, gell Philipp? Und das ist natürlich eine gewachsene Kooperation, auf die wir sehr stolz sind und wir freuen uns, dass der Jörg da Jahr für Jahr dabei ist und natürlich der Roberto Grenz, sein Partner. Und wir werden versuchen, natürlich unfallfrei wieder um die Runden zu kommen. In der Mobilität sind die Bulls mit Hyundai Fürstaler unschlagbar. Bleibt zu hoffen, auch in sportlicher Hinsicht. Ich würde mal schon sagen, die Bulls sind eine Spitzenmannschaft und die brauchen natürlich auch ein Spitzenauto, mit dem sie sicher von A nach B kommen, würde ich mal sagen.